TUI Care Foundation. Ja, die TUI Care Foundation ist der Ort, wo wir das gesellschaftliche Engagement der TUI in den Urlaubszielen bündeln, mit Projekten weltweit. Und die haben bestimmte Fokusthemen, da geht es um Umwelt, Bildung und darum, die Wirtschaft in den Urlaubsdestinationen an dem Tourismus teilhaben zu lassen. Und Plan International? Plan International ist eine der ältesten religiös und konfessionell unabhängigen Kinderhilfswerke. Das heißt, wir stärken vor allem junge Mädchen und Frauen, gerade auch in dem Bereich jetzt hier bei der beruflichen Weiterentwicklung, gerade im Tourismussektor. Und gerade in der Dominikanischen Republik, worin liegen da die Schwerpunkte? Ja, wir sind ja hier, weil wir eine TUI Academy zusammen mit Plan International eröffnen, wo wir 150 jungen Menschen hier aus dem Land eine Bildungschance im Tourismus eröffnen. Es geht darum, insbesondere jungen Frauen dabei zu unterstützen, eine Ausbildung in dem Bereich zu bekommen, damit sie dann danach bessere Chancen auf Jobs hier im Tourismus haben. Und der Tourismus ist ein wichtiger Beitrag zum Erfolg des Landes. Viele Menschen können davon profitieren, wenn sie die richtige Ausbildung haben. Was haben deutsche Touristen davon? Ich glaube, dass in dem Fall deutsche Touristen zum Beispiel davon profitieren, wenn sie gut ausgebildetes Personal in den Hotels finden, wenn sie in ein Land kommen, wo die Menschen dem Tourismus prinzipiell positiv gegenüber eingestellt sind. Und ich glaube, dass solche Projekte dazu beitragen können, wo wir also nicht nur darauf schauen, wie viele Touristen wir hier in das Land bringen, sondern auch danach schauen, wie die Menschen vor Ort am Erfolg des Tourismus teilhaben können. Und die jungen Menschen nehmen das Projekt an? Ja, also wir haben heute schon viele kennengelernt. Die jungen Mädchen und jungen Männer sind sehr, sehr, die haben Lust darauf, die sind sehr engagiert. Viele haben einen schwierigen Hintergrund, ja, sind selbst Mütter, alleinerziehend, es gibt vielleicht keinen Vater mehr dazu zu den Kindern und haben große Probleme auch überhaupt dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, diese Ausbildung zu beenden. Und dabei unterstützen wir sie, wir geben ihnen den sozialen Rückhalt auch, aber eben vor allem diese Chance auf eine bessere Zukunft.